Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei Zockt, Radsportmanager 2013 oder Pro Cycling Manager 2013 oder Tour de France 2013. Aber wir wollen hier heute fahren einen Klassiker und zwar Paris-Roubaix. Das ist eine ziemlich flache Etappe, dafür hat es die Schwierigkeit mit Kopfsteinpflaster. Da sieht man hier schön diese grauen Flächen, das ist das Kopfsteinpflaster und das ist nochmal ein bisschen eigene Tücke sozusagen. Dazu braucht man nämlich Fahrer, die übers Kopfsteinpflaster auch gut drüber kommen. Ich habe mir überlegt, das hier mal mit Omega Pharma zu fahren, aufgrund mehrerer Tatsachen. Erstens haben wir da einen Cavendish, der ist Sprinter. Zweitens haben wir aber auch hier den Tom Boonen. Und Tom Boonen ist, was das angeht, hier ein richtig guter. Also Kopfsteinpflaster 82 und beim Sprinten ist er gar nicht mal mehr so gut. Der hat er irgendwie von den Werten her abgebaut, aber ist halt ein starker Kopfsteinpflasterfahrer. Unreal kann sprinten. Und Cavendish, der ist ein Kopfsteinpflaster nicht gut, aber ist halt ein Sprinter. Boonen hat das Ganze 2012 gewonnen. Und deshalb würde ich sagen, nehmen wir mal die und versuchen den Titel zu verteidigen. So, da sehen wir es auch, dass er halt der Gewinner war 2012. Und na gut, man wird älter, aber... ist halt so eine Sache. So, Kopfsteinpflaster. Gucken wir mal, wen wir da alles dabei haben. Da sind einige dabei, die gut Kopfsteinpflaster fahren können. Und dann sind wieder welche dabei, die es eigentlich nicht so gut können. Ich nehme das Team, was mir vorgeschlagen wurde. Und fahre einfach mit denen, ohne mir lang Gedanken zu machen. Und ja, ich hatte ja extremst mich aufgeregt in der letzten Folge. Und da hat sich auch noch nicht so arg viel dran geändert, wenn ich ehrlich bin. Ich bin noch so ziemlich, ich weiß auch nicht, nicht happy, sagen wir es einfach mal so. Und deshalb will ich auch nicht dem Wunsch nachgekommen, das Kriterium der Dauphiné zu fahren, weil das ein 7-Tage-Rennen wäre. Und ich mir wirklich ernsthaft Gedanken mache, ob ich nach dieser Woche noch weiter einen Radsportmanager-Let's Play. Ist eine, ja, wie soll ich sagen, ist eine Entscheidung, die noch nicht gefallen ist, aber es ist eine Entscheidung, die wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wird. Hängt unter anderem daran, ich habe eh viel zu viele Projekte laufen. Und ich habe irgendwie, es macht mir keinen Spaß mehr gerade. Ich weiß auch nicht. Im Prinzip habe ich es wieder angefangen, weil ich versprochen habe, dass ich es wieder anfange. Und jetzt sind noch keine 12 Tage rum und noch keine 4 Folgen oder was rum. Und ich, die Lust ist weg, Radsportmanager zu spielen. Es hört sich blöd an. Also die Lust ist vollkommen weg. Die ist vollkommen verflogen. Ich glaube, da ist auch nicht mehr mit zu rechnen, dass ich nach dieser Woche das Spiel nochmal anrühre. Sagen wir es einfach mal so. Also zumindest auf dem Kanal nochmal anrühre. Vielleicht, ich weiß es auch nicht. Es ist halt schwer zu sagen. Es gibt halt immer so Situationen, wo man echt so einen Hals hat oder so überhaupt keine Lust auf was hat, dass man sagt, nie mehr mache ich. Und 3 Wochen später sagt man, boah, hätte ich mal wieder Bock. Ja, also ich kann es nicht 100% ausschließen, dass nie wieder was kommt über den Radsportmanager, aber ich bin eigentlich ziemlich durch mit dem Radsportmanager zurzeit. Ich stehe auf so andere Sachen zurzeit. Kerbal Space Program zum Beispiel, das ist was, das macht mir unheimlich viel Laune. Spiele ich sogar neben Let's Play noch nebenher. Also ich will unbedingt auf dem Mond landen, ich schaff's einfach nicht. Bin gestern auf dem Mond gecrashed. Voll draufgehauen. Dachte erst noch, mein Astronaut überlebt wenigstens, aber nein. Die 250. Überschlagsrunde mit seiner Kapsel hat er dann nicht überlebt. Den Start zur 250 Kilometer langen Hölle des Nordens vorbereiten. Die Hölle der Pflastersteine beginnt aber erst etwa 100 Kilometer nach dem Start. Von wo ab sie dann in regelmäßigen Passagen bis zum Ziel in Roubaix das Rennen beeinflusst. Abschnitte wie Trouée de Rambert, Orchy und Carrefour de l'Aubrais
sind berühmt-berüchtigt und selbst der Kürzeste kann das Rennen entscheidend beeinflussen. Keiner der Favoriten kann es sich leisten, vor der Einfahrt in das Velodrom nicht alles zu geben. Das ist ein früher Vorstoß. Besonders sinnvoll scheint mir das nicht zu sein, aufgrund der Distanz bis ins Ziel. Aber wenigstens zeigt er sich vorne. Tja, Chavanel lassen wir hier mal noch ein bisschen Führungsarbeit gerade machen. Aber nicht lang. So, und da ist unser Favorit schon vorne. Und zeigt sich. So, wir haben jetzt hier, wir haben verschiedene Probleme. Erstens ist, ich habe mir gar nicht angeguckt, wer mein Team ist. Das führt wiederum dazu, dass ich gar nicht weiß, wen wir im Kopfsteinpflaster gut gebrauchen können und wen nicht. So, eigentlich können wir alle gut gebrauchen, bis auf ihn hier und ihn hier. So, dann würde ich sagen, lassen wir den hier mal die Führungsarbeit machen. Und den hier, den, nehmen wir uns mal vor als Wasserholer, sagen wir es mal so. So, dann lassen wir die mal fahren. Einige Teammanager sind mit dem Ausreißversuch alles andere als einverstanden. Die Tempoerhöhung im Hauptfeld deutet zumindest darauf hin. Ja, ich bin da recht entspannt momentan. Der kann da ruhig mal sich einen abstrampeln. Den brauchen wir nicht unbedingt im Ziel. Der kann hier Führungsarbeit leisten, bis es mit Kopfsteinpflaster losgeht. Wir hängen schon eigene Fahrer ab, sehe ich das richtig? Das Feld kommt unaufhaltsam näher. Jetzt scheint man im Hauptfeld zu reagieren. Das Feld legt deutlich an Tempo zu. Einige Mannschaften sind wohl mit dem... Ja, es gibt die ganze Zeit die Angriffe, aber die Angriffe, die stören uns nicht. Lasse fahren, wir fahren unseren Stiefel hier. Mit Einsatz von 70% einfach radeln, radeln, radeln. Ja, jetzt hat das Feld die Ausreißergruppe wieder eingeholt. Jetzt geht es im Fahrerfeld richtig zur Sache. Aber allzu weit kann sich das Feld nicht mehr... Ja gut, das führt immer wieder zu Angriffen. Ein Ausreißversuch. Das ist ja normal, dass wenn wir die Leute einfangen, dass dann die ganze Zeit wieder Angriffe gibt. Das ist Radsport-typisch irgendwie. Also entweder lässt man die Ausreißer fahren, dann hat man ein ruhiges Verfolgungsfahren, oder man hat die ganze Zeit eben die Angriffe und da muss man sich halt frühzeitig entscheiden, wenn man es gerne hätte. So, wir lassen dem mal was zu trinken holen. Und wir holen schon wieder auf. Ja, wir sind verdammt schnell unterwegs hier. Wir gehen hohes Tempo. Bin mal gespannt, wenn es dann in die Kopfsteinpflaster-Passagen reingeht. Da müssen wir versuchen, ziemlich weit vorne zu fahren. Um dann mit guten Kopfsteinpflasterfahrern sozusagen hier einen Angriff zu wagen, um unseren Tombon zu beschützen. Damit wir mit ihm zusammen den Titel eben verteidigen können. Der soll die Leute mit Getränken versorgen und schafft's nicht. Er hängt fest, jetzt kommt er vor. So, jetzt lassen wir ihn dann auch mal ein bisschen Führungsarbeit machen, dass der arme Kerl hier nicht alles allein machen muss und lassen den mal ein bisschen ausruhen. Oh, und da gibt es wieder einen Angriff. Aber juckt uns nicht. Juckt uns alles nicht. Wir haben hier viele Fahrer, wir haben hier viele gute Fahrer dabei, wir haben hier viele Fahrer dabei, die perfekt in dieses Terrain passen und deshalb lassen wir uns da gar nicht verrückt machen. Ich versuche einfach mal ein bisschen ruhiger zu bleiben, dass nicht wieder eskaliert wie in der letzten Folge.
Das war ja suboptimal. So, wir radeln, radeln, radeln und radeln und bewegen uns mit heftigen Schritten den ersten Kopfsteinpflasterpassagen zu. Und wir sollten uns vielleicht langsam Gedanken machen, wie wir das Ganze angehen. Ihn hier lassen wir noch was zu trinken holen. Er ist gut bei Kopfsteinpflaster fahren. Das wird jetzt interessant. Wir suchen jetzt mal alle raus, die Kopfsteinpflaster gut können. Die sind alle gut. Die sind echt alle gut. Das ist ja erschreckend. So, ja. Da haben wir es. Also sprich, ich habe die jetzt so markiert, dass alle Leute, die in Kopfsteinpflaster fahren, gut sind. Auf der Taste 1 liegen bei mir. Also als Gruppe gruppiert. Und da wird man gleich sehen, was passiert, wenn es ins Kopfsteinpflaster reingeht. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich das Echtzeit laufen lasse oder ob ich die Zeitbeschleunigung drin lasse. Langsam wird es spannend. Wir nähern uns Trois-Ville, dem ersten gepflasterten Abschnitt. So, Bald da geht's beginnt ein los. ganz neues Rennen. Engere Straße. Ja. Sag mal, engere Straßen. Da vorne ist Kopfsteinpflaster. Da sieht man schon. Ach, das ist aber auch ein Krampf da. Also erstmal mit wieder an die Steuerung gewöhnen hier von dem Spiel. So. Die sind alle vorne und die lassen wir jetzt einfach mal alle frei fahren. Und erhöhen mal leicht das Tempo auf 75. Jetzt Tempo kann noch 75 fixieren. So, der soll aufhören, Führungsarbeit zu leisten. Kopfsteinpflasterpassagen sind äußerst eng und es ist deshalb sehr wichtig, eine gute Ausgangsposition zu haben, Ihr seht, was passiert. und Lücken aus dem Weg zu gehen. Durch die Gute Kopfsteinpflasterfahrer ziehen jetzt heftigst an und die anderen, die werden jetzt schon aussortiert. Und das Ganze wird jetzt, ja, ich sag mal, über ein paar Etappen so gehen. Und ich bin gerade am gucken, wen wir hier nehmen, um Das sind einige Fahrer, die Getränke gerade zu holen hier zurückgefallen im sind. Feld. Jetzt gehen die aber richtig zur Sache. Immer dranbleiben. So, nach dieser Passage lassen wir sie mal wieder runterkommen. Und dann wird mal einer Getränke Wir holen. bekommen gerade mitgeteilt, dass ein Fahrer eine Reifenpanne hat. Und dann Der werden wir das mal Abstand schön zum Feld sortieren. schmilzt dahin. So. Ja, verschiedene Grüppchen haben wir hier schon. Da sind einige ziemlich alle. Er hier zum Beispiel, den können wir mal rausnehmen. Ja, er soll mal was zu trinken holen. Und die hier sollen mal relaxed machen. Und ich bin gerade am gucken, wen wir hier haben, den wir vielleicht so ein bisschen Führungsarbeit leisten lassen könnten. Ihn hier vielleicht. Der dann das Ganze mal wieder so ein bisschen hier zusammenführt, dass wir hier als Team schön zusammenfahren und das Tempo machen. So, Stegmanns holt mal was zu trinken, kommt dann auch wieder vor. So, Hausler versucht hier Hausler den schafft das Tempo. Angriff, aber das ist noch sehr, sehr früh hier. Oh, wir reisen ab hier. Stegmanns fährt da ganz cool vorbei und radelt sich wieder nach Unterschiedliche vorne. Mannschaften beteiligen sich jetzt an der Tempoabnahme
Offenbar sind sie in der Ausreißergruppe nicht vertreten. So, dann machen wir Tempo über das Kopfsteinpflaster. Wir haben jede Menge gute Kopfsteinpflasterfahrer dabei und machen natürlich jetzt den Selektionsprozess. Ein enormes Verletzungsrisiko ein. Aber wie heißt es so schön? Die Abschnitte formen einen Rennfahrer und nicht umgekehrt. Ja, Chavanel macht Tempo. Cancellara ist noch dabei, ist ja auch ein Favorit hier auf den Sieg. Solange Chavanel Energie hat, lassen wir den auch fleißig so fahren. Oh, Stiegmanns, da läuft was nicht so, wie es soll. Das hätte teuer werden können. Weil Stiegmanns muss ich noch erholen, den brauchen wir vielleicht noch. Der Vorsprung der Ausreißer schon mehr als eine Minute. Nicht alle Mannschaften sind mit dem Ausreißversuch einverstanden. Das Hauptfeld hat das Tempo beträchtlich angezogen. Ja, wenn er überhaupt dranbleiben kann, das ist nämlich die nächste Frage, ob Stiegmanns überhaupt einen Kontakt halten kann. Wenn es nämlich jetzt hier über das ganze Kopfsteinpflaster geht und Chavanel als Kämpfer hier die Führungsarbeit macht und der ist auch gut im Kopfsteinpflaster fahren, dann zerreißen wir hier mehr oder weniger. Enorm wichtig, Reifenpannen zu vermeiden. Die Teams benutzen daher spezielle, breitere. Ja, da fallen schon wieder zwei zurück. Das Tempo des Feldes ist jetzt wirklich am Anschlag. Einige Fahrer werden nicht lange mithalten können und abreißen lassen. Ja, wir machen hier ein Selektionsfahren im wahrsten Sinne des Wortes. Chavanel wird von uns mehr oder weniger verheizt. Dafür, dass wir möglichst viele Fahrer hier aus der Gruppe eben loswerden. Wenn Chavanel nicht mehr kann, wird der Nächste anfangen, die Führungsarbeit zu übernehmen. Bis wir irgendwann halt wirklich alle Fahrer wieder eingefangen haben, die abwollen. Ja, Hausler greift ständig an, wir fangen ständig wieder ein. Das kostet ihn natürlich mehr Energie wie uns. Und wir haben hier viel mehr Leute dabei und wir fahren hier für den Sieg von Bohnen. Natürlich ist es immer ein Vorteil, als Erster in einen Abschnitt mit Kopfsteinpflaster einzufahren. Wir können jetzt jederzeit. Ich glaube, Stiegmanns hat Probleme. Das Hauptfeld wird weit auseinandergerissen werden. Reifenpanne bei einem Fahrer. Alles, was hinten abläuft, interessiert uns eigentlich nicht mehr, die Bohne. Der soll sich mal verpflegen. Ja, Termstra ist auch noch so ein Fall. Chavanel, Termstra, das sind Leute, die können uns helfen. Dadurch, dass sie eben Führungsarbeit leisten für diese Ausreißergruppe, dass wir eben Abstand generieren auf die nachfolgenden Fahrer und dass wir hier eventuell auch so eine Art Ausscheidungsfahren machen, um ja den anderen richtig Probleme zu bereiten. Gucken, ob sich Chavanel nochmal erholen kann. Stiegmanns jedenfalls hat große Probleme. Stiva zum Beispiel, der bleibt gut dran, oder Stiva, oder wie er auch immer heißt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen, der Bohnen helfen kann, der für Bohnen noch anfahren kann. Stiegmanns haben wir, glaube ich, gerade verloren. Der ist gone. Den lassen wir es dann auch aufgeben. Bei den Kopfsteinpflasterpassagen muss sich ein Fahrer darauf konzentrieren, Stürze zu vermeiden. Und diejenigen, die schon auf Reserve fahren, haben einfach nicht die dafür nötigen Kräfte. Natürlich ist Glück ein gewisser Faktor, wenn es um Reifenpannen geht. So, jetzt haben wir mit ihm hier den Nächsten, der uns langsam zurückfällt. Oh, das ist nicht gut, dass der zurückfällt. Das geht doch schnell. Schon zwei Drittel des Rennens liegen hinter uns. Terpstra mal ein bisschen rausnehmen lassen. Aufgrund des wahnsinnigen Tempos mehr und mehr in die Länge.
brauchen noch einen, der sprinten kann. So, es gibt immer mehr Fahrer hier vorne, die abreißen lassen. Stürzen und Lücken im Hauptfeld aus dem Weg zu gehen, ist es wichtig, vorne zu sein. Anscheinend gibt es noch eine Reifenpanne. Die Mannschaften sollten bei der Wahl ihrer Reifen wirklich sorgfältiger sein. So, versorgt der alle, die da vorne dabei sind? Das wäre schick. Stegmanns soll sich mal selbst versorgen. Und Stiver, ja, das ist eine gute Frage. Wenn Kopfsteinpflaster rum ist, wir müssen rausnehmen. Da kann das Tempo hier nicht mitgehen. Oh, und da kommt schon eine größere Gruppe. Ja, jetzt wird es langsam gefährlich. Wir kommen so auf die letzten Meter. Scheint zu funktionieren. Das Feld verliert weiter an Boden. Das Tempo im Hauptfeld ist nun deutlich langsamer geworden. Von den Mannschaften, die Fahrer in der Ausreißergruppe haben, ist naturgemäß keine Initiative zu erwarten. Die überlassen das lieber den anderen Teams. Starbar kämpft jetzt drum, die anderen zu versorgen, fährt sich dabei völlig kaputt. Fahrern besonders gefürchtet. Sowohl physisch als auch geistig stellen sie besonders hohe Anforderungen. Jetzt können weitere Fahrer das hohe Tempo nicht mithalten und müssen einfach abreißen lassen. Heute scheint das Hauptfeld keine Ambitionen auf den Tagessieg zu haben. Also die Bodenbeschaffenheit der Strecke scheint heute sowas von... Der ist ja nur am Labern hier, der Moderator. Ich bin zwischenzeitlich extrem am Nachdenken, während der hier die ganze Zeit eine Kassette drückt. Und bin am Überlegen, wie wir das Ganze machen. Wen haben wir denn noch? Chavanel ist eigentlich im Eimer. So, Terpstra führt, Bohnen kann noch, die anderen sind eigentlich fast alle platt. So, und jetzt geht hier ein Angriff. Und das ist eigentlich jetzt auch so die Entfernung, wo wir dann mitgehen müssen. Da haben wir jetzt keine Chance mehr. Beziehungsweise wir könnten es nochmal versuchen. Indem wir ihn hier nochmal richtig treten lassen. Ja. Terpstra tritt kräftig rein. So, jetzt komm, vergiss es. Kann es über Sieg und Niederlage entscheiden. Bei Regen ist die Konzentration der Fahrer viel wichtiger als auf einem trockenen Streckenabschnitt. Wir lassen den Bohnen jetzt mal frei fahren. Angriff von Fabian Cancellara. Und jetzt hängt er hinter Terpstra fest und Terpstra blockiert ihm den Weg. Da sind wir wieder an dem gleichen Punkt. Andere fahren außen vorbei. Er natürlich nicht. Wieso auch? So, und das sind jetzt die letzten 40 Kilometer und wir müssen jetzt mit Bohnen, wir müssen ein bisschen was riskieren, wenn wir hier gewinnen wollen. Wer fährt eigentlich da vorne? Favorit. Cancellara. Okay, dann haben wir völlig verpasst, wie der da ab ist. So, wir lassen Bohnen mal angreifen. So, jetzt geht es hier wieder in die nächste Kopfsteinpflaster-Passage und das sieht gar nicht mal verkehrt aus. Eine Minute 13, das ist übel. Wo nimmt der Cancellara da vorne denn die ganze Kraft jetzt auf einmal her? Guckt euch das an, ey. Ich greife an
und wird die nachfolgenden Fahrer nicht los. Die fahren einfach nur normal und holen uns wieder ein. Wir haben Ebenenstärke 82, wir haben Kopfsteinstärke 82, wir müssten den locker wegfahren. Das ist der und Wahnsinn. Es gelingt uns nicht. Das Tempo ist heute so hoch, dass einige Fahrer heute Abend ganz bestimmt halbtot ins Bett fallen werden. Und nun kommt endlich das gefürchtete Kopfsteinpflaster. Ich kenne zahlreiche Fahrer, die diese ja, das wird schwer für den Boden. Vor dem Fernseher erleben würden. Schon wieder ein Fahrer mit einer Reifenpanne, das kann doch nicht wahr sein. Das muss an der Straße liegen. Das wird extrem schwer für den Boden. Der wird die Energie nicht haben, um ins Ziel zu kommen und noch einen Sprint mitzugehen. Der ist platt und jetzt greifen die an. Das war's. Ich verstehe es nicht so ganz, weil ich bin mit Boden schon öfter mal so Kopfsteinpflaster-Dinger gefahren. Da hatte ich so Probleme nicht wirklich, aber... Gut, was willst du machen? Der ist so lahmarschig, der Breschel, unterwegs, ja. Ist keiner gewillt, dem Boden noch nur ein bisschen zu helfen? Ne, mal so minimal, um selber sich auch besser zu positionieren? Nö. Es wird ja wie immer, die komplette KI fährt gegen uns und das sind alles so Punkte hier im Spiel, die mich halt mit der Zeit extrem genervt haben. Ja, also ich meine, wenn die KI nur gegen den Spieler fährt und die KI nicht gegen die KI fährt, dann... Das gibt es doch nicht, noch ein Plattfuß, das scheint ansteckend zu sein. Ist das extrem frustend. Wir sind an dritter Stelle und wir liegen im Prinzip 20 Kilometer vom Ziel, ja, gut 20 gut 2 Minuten hinterm Führenden. Wo ich keine Ahnung habe, wie wir den noch einholen sollen. In diesem Jahr ist das Kopfsteinpflaster einige Abschnitte ausgebessert worden. Ich kann Ihnen allerdings versichern, der Breschel bleibt doch die ganze Zeit dran, ja, der hat überhaupt keine Probleme da dran zu bleiben. Und wir verheizen uns. Der Pflasterabschnitt von Delabre ist erreicht. Gut 30 Kilometer vor dem Ziel. Jetzt sind es nur noch 15 Kilometer. Und die Reporter labern einen Bockmist hier. Oh, Bohnen ist völlig im Arsch. Wirklich. Ey, ich sag's nur Ungarn, aber der ist ja völlig im Arsch. Der kann ja gar nichts mehr. Guckt euch mal die Balken an. Das ist ein Kopfsteinpflaster und Ebenenspezialist. Der müsste das Ding normalerweise, genau wie Cancellara, von vorne weg führen. Und ja, schaff's nicht mal hier den Abstand wieder zusammenzufahren, geschweige denn die Position zu halten. Nur noch 10 Kilometer bis zur Ziellinie. Ja, der wird Vierter, weil Breschel das schön ausnutzt, sich ziehen lässt und dann das hier macht. Und guckt mal, wie lange der da angreifen kann. Ich sitze hier und schüttel den Kopf, wenn ihr das sehen könntet. Also ich habe so Dinger schon gewonnen, massig schon gewonnen. Im 2012er und auch im 2013er, in so Beginn meiner Karriere, habe ich da auch schon so ein paar Sachen mal gefahren und habe auch schon öfter mal probiert. So wie dieses Rennen hier für den Boden verlaufen ist, habe ich ehrlich gesagt noch kein Rennen erlebt, weil normalerweise fahre ich vorne weg und habe da relativ wenig Probleme, den Anschluss zu halten. Das Velodrom von Roubaix kommt in Sicht. Hier wird alles entschieden. Und der Boden kann nicht mehr. Guckt euch den mal an. Der steht. Der soll frei fahren mit 80% Leistung und der kann nicht mehr. Ach du lieber Himmel. Das Velodrom, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt hier gibt im Spiel.
Ja, normalerweise könnte ich jetzt ja sprinten, aber der hat natürlich überhaupt keine Energie mehr, um überhaupt noch irgendwie zu sprinten und ich kann auch nicht mehr rauszoomen. Ja. Und es geht von hinten, kommt jetzt noch eine Attacke auf und wir schaffen es irgendwie nicht. Sind wir im Ziel? Was ein Glück. Tja, Sechster sind wir geworden. Hardcore. Wirklich Hardcore. Schöner Bildfehler. Also ich weiß nicht so ganz, was ich dazu sagen soll. Das ist jetzt schon das zweite Mal praktisch auf einem Klassiker, wo mir sowas passiert. Und ich bleibe mittlerweile ruhig, ihr merkt's. Es ist mir mittlerweile ziemlich wurscht. Deshalb bleibe ich ruhig. Das ist ein Experte dafür. Und normalerweise müsste ich, wenn ich eben im Kopfsteinpflaster hinter meinem Team herfahre, was die Führungsarbeit leistet, Energie sparen können, genau wie Cancellara. So, dann müsste ich normalerweise auch wieder an Cancellara ranfahren können, weil ich ja genauso viel Energie haben müsste wie er. Als Topfitter-Fahrer. Ich meine, wir sind ja beide Spezialisten dafür. Und da müsste ich mit dem zusammen sozusagen noch auf die Zielgerade kommen. Vielleicht mit ihm zusammen sprinten oder sowas. Aber dem ist nicht so. Der gewinnt hier mal locker flockig mit, ich weiß gar nicht wie viel Vorsprung. Und ich frage mich langsam echt hier, so wird mal Ende. Danke. So, der gewinnt hier mit 6 Minuten Vorsprung auf uns, der Cancellara. Und das ist was ich da nicht mehr verstehe. Der Bohnen ist Spezialist dafür. Der müsste wie die anderen zumindest über das Kopfsteinpflaster einigermaßen gut rüberkommen. Der hat ja auch keine Führungsarbeit geleistet. Also als wir mit dem angefangen haben, so ein bisschen Angriffe zu fahren, glaube ich nicht, dass wir so viel Energie verpufft haben. Ah, ich weiß es nicht. Es ist halt die KI, das fällt mir immer wieder auf. Die KI fährt nur gegen einen Spieler. Und tja, das ist halt was, das ist generell ein bisschen blöd. So, und hier sieht man auch die ganzen Fahrer, die aufgegeben haben. Unter anderem auch einer von uns. Zwei von uns, die keine Kopfsteinpflaster-Spezialisten sind und die eben länger gebraucht haben, wie diese, 37 Minuten, die wohl Karenzzeit waren. Mehr geht wohl nicht. Die haben das hier auf der Strecke verloren. Und das ist ja auch Ziel und Zweck von so einem Rennen, dass man hier auf der Strecke alles, was nicht Spezialist ist, so weit abhängt, dass man am Schluss unter den Spezialisten das Finale ausmacht. Und das haben wir versucht mit Bohnen. Und so genau wissen, woran es gescheitert ist, tue ich ehrlich gesagt nicht. Wir hatten unsere Helfer vorne, wir haben Tempo gemacht. Und uns hat es Energie gekostet. Also Bohnen und Cancellara, Fletcher und wie die alle heißen, wohl nicht. Warum auch immer. Tja, das war zumindest mal hier unser Klassiker Paris-Roubaix. War es, glaube ich. Bin jetzt gerade am Überlegen. Und ein Rennen habe ich euch noch versprochen. Das halte ich auch ein. Und da muss ich mal gucken, schlagt mal Klassiker vor, den ich dann fahren soll. Ganz wichtig, dass es auch noch ein Klassiker ist. Und keine Tour, weil eine Tour werde ich nicht mehr fahren. Und das letzte Rennen oder das nächste Rennen wird auch das letzte Rennen sein. Und da fange ich keine Tour mehr an mit 7 Etappen oder so. Ne? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn wir es nicht geschafft haben, hier Erster zu werden und nicht den Titel zu verteidigen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal trotzdem nochmal dabei zum finalen Abschluss hier von unserem Tour de France 2013 Let's Play. Was lange Pausen hatte, was ich immer wieder angefangen habe, immer wieder pausiert habe und ich weiß auch nicht, ich kann das schwer einschätzen. Eigentlich spiele ich das Spiel schon ganz gern, auf der anderen Seite nervt es mich ein bisschen, das zu Let's Playen. Ich glaube, das ist eher der Punkt.
Ich glaube, das Let's Playen ist das Schlimmere. Es ist schwer zu Let's Playen aufgrund der Grafikvielfalt, die hier vorherrscht. Ich bin mal gespannt, wie groß die Datei wieder wird. Da lädt man Stunden hoch und das ist... Das sind so viele Randobjekte, so viele Nebenobjekte, die ihr gar nicht mitkriegt, die dieses Spiel einfach für einen Let's Player ätzend machen. Und das ist vielleicht auch das, was mich da noch zusätzlich ein bisschen nervt. Und wenn dann im Spiel noch was schief geht, dann boom, Decke. Ne? Und das ist das, was ich eigentlich nicht mehr will. Und das hat das Spiel eigentlich auch nicht verdient, weil es ist ja ganz schön so zum Spielen. Also ich meine, zum Spielen macht es bestimmt Spaß. Ich weiß nicht, ich habe jetzt Karriere nicht lang genug gespielt, um zu wissen, ob die auch noch Spaß macht. Aber zumindest im 2012er hat es Spaß gemacht. Unheimlich viel Spaß gemacht, das Spiel. Und naja. Schauen wir mal. Ich sage an der Stelle erstmal danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.